Oh ja, den spielst du Zucker. Zucker, geh rein. Yes! Und der ist on tape. Gut Golf aus dem Golfclub am Habsberg. Es geht um ein Handicap. Registrierte Privatrunde. Ich versuche ein Handicap von 0 zu schaffen und mal sehen, was geht heute hier. Ich kenne den Platz nicht, also für mich ist das erste Mal, dass ich hier spiele. Das ist natürlich immer so ein bisschen so eine Wundertüte auch. Aber ich habe jemanden, der mich hier ein bisschen durchguidet und das ist Leon Breimer. Hallo Leon. Servus, hi, wie geht's? Gut Golf. Ja, auf jeden Fall. Sagst du gut Golf? Ja, gut Golf. Komm, hau raus. Ja, auf jeden Fall. Weil du bist Pro-Golf-Tourspieler, du sagst es ja auch jedes Mal vor jeder Runde, nehme ich an. Ne? Dass ich ein Pro-Golf-Tourspieler bin oder gut Golf? Nee, gut Golf. Gut Golf, in meinem Kopf immer so heute, gut Golf, ja. Du bist von hier, ne? Also schaut mal hier, Golfclub am Habsberg, da ist auch nochmal das Logo drauf. Das ist dein Heimatclub. Ja. Du kommst hierher, spielst jetzt auf der Pro-Golf-Tour. Darüber sprechen wir natürlich in den nächsten Stunden. Ja, gerne, ja. So machen wir das. Und wir machen natürlich auch einen kleinen Zock. Auf jeden Fall. Ich mit deinen ganzen Kollegen habe ich ja auch immer gespielt. Und sollte ich gewinnen, was machen wir dann? Was machen wir dann? Dann mache ich deine Golfschläger auf jeden Fall sauber. Okay, wir putzen Golfschläger. Ja. Das heißt, wenn du gewinnst, putze ich deine. Ich habe nämlich auch, ich habe schon viel Erfahrung mit Golfschläger putzen, musst du wissen. Achso, du hast ich bin ein guter Putzer. Okay, sehr gut. Dann versuche ich mir heute Mühe zu geben, okay, dass das vielleicht so bleibt. Ja. Okay, gut. Also ihr könnt auf jeden Fall ein Abo dalassen. Ganz, ganz wichtig, unterstützt den Kanal mit einem Abo, aktiviert die Glocke und kommentiert. Ihr könnt mir mal verraten, ob ihr den Platz hier schon mal gespielt habt. Und wir starten jetzt auf der 1 von Weiß natürlich. Genau. Und Leon hat hier den Driver in der Hand. Also für die meisten Leute wäre es wahrscheinlich kein Driver. Für mich so. Aber wir versuchen den da rechts vom Bunker hinzuschlagen. Gut. Den nehmen wir doch gleich mal. Ja, der sieht doch ziemlich in Ordnung aus, oder? Ja, aber das ist der war sicher. Der ist drüben. Aber der ist da, oder? Der ist sicher, ja. Da passiert nichts. Einmalig in pro Runde, sagt Leon. Ja, immer. Nee, ja. Leider nicht. Ich meine, wie bin ich denn auf mein Handicap früher gekommen? Natürlich mit ganz vielen Mulligans. Was hast du denn jetzt eigentlich für ein Handicap? Hast du überhaupt noch ein Handicap? Nein, oder bist du also pro? Aktuell führe ich es nicht. Ich muss ehrlich sagen, mich hat das Handicap am Ende so ein bisschen genervt. Wobei ich sagen muss, fürs Ego ist es schon immer eine coole Sache, ein gutes Handicap zu haben. Ich wollte immer mal minus 8 haben, weil es das halt nie so oft gab in Deutschland. Hatte dann, glaube ich, 7-8 am Ende. Und seitdem, ich glaube, wenn ich schätzen müsste, was ich jetzt habe, würde ich minus 3 oder minus 4 sagen. Dieses Jahr lief noch nicht so gut, wie ich es gerne gehabt hätte. Draw, draw, draw. Ist der zu weit rechts? Ah, der ist ein bisschen zu weit rechts. Aber? Ich würde mal noch einen schlagen, ja. Noch einen schlagen? Ja. Pure. Das sieht gut aus, ja. Der schaut sehr gut aus. Ja, super, den nehmen wir doch gleich mal. Passt. Also jetzt habe ich meinen Ball da ins Ausgehauen. Streiche das erste Loch. Zieh. Noch ein bisschen. Super Putt. Danke. Den schenken wir dir natürlich auch. So machen wir das mit Schenken. Also mir ist egal, wie du willst. Du kriegst sowas von geschenkt. Ah, okay. Dann nehme ich die Parfaust. Willst du eine Parfaust oder? Parfaust ist auch okay. Wir müssen immer positiv bleiben. Schon, oder? Immer positiv. Weil alle mal schreiben, Parfaust ist... Ja. Ich bin auch nicht der normalerweise sich für Pars eine Faust gibt, aber für so ein bisschen die positiven Vibes ist es nicht so verkehrt. Yes! So spielt German Buddha, die 2. So sieht's aus. Super. Ja. Guter Schuss. Dankeschön. Der ist weg, gell? Ja. Ja, der ist im High. Also man kann den schon finden. Das fängt schon wieder so geil an. Leon Breimer aka German Buddha, das ist nämlich dein Instagram-Name, ne? Ja, ich hab's umgeändert auf nur Leon.Breimer. Ah, wieso? Weil das ja, so witzig. Früher war es German Buddha, das stimmt. Ich weiß auch nicht. Vielleicht, weil ich ein bisschen professioneller wirken wollte. Aber ich hab's noch immer quasi in meiner Bio, glaube ich, drinstehen. Weil komplett will ich das natürlich, also meinen Spitznamen nicht aufgeben. Woher kommt der Spitzname? Guter Golfkollege von mir früher, der Philipp Eibel. Also Philipp, falls du es siehst. Ah, den kenne ich doch auch. Der hat irgendwann mal gesagt, ey Leon, du bist irgendwie der German Buddha. Und dann habe ich gesagt, ja stimmt, ich bin deutsch quasi, aber habe auch asiatische Wurzeln. Und ich fand es super cool und habe es einfach übernommen. Eine gewisse Gelassenheit habe ich eigentlich auch. Du bist kein Buddhist. Nein. Das nicht. Deswegen, das müsste ich vielleicht sein, um es so richtig zu leben, aber nee. Und vielleicht haben wir hier deinen Ball sogar. Juhu. Let's go. Let's go.
Ja, geil. Okay, genau, und daher kommt der Name. Auf jeden Fall. Und ich finde es auch super witzig. Und die meisten Leute kennen mich auch in der Golfszene unter dem Namen. Und ja, ich habe mich gesagt, ich habe zu meiner Frau gesagt, ich gehe heute mit dem German Buddha Golf spielen. Geil, ja. Okay. Nice. Verrat uns vielleicht noch schnell, seit wann du Pro bist. Also du bist jetzt Golfprofi. Und seit dem 1.1.24, also jetzt seit jetzt 7 Monaten. Ja. Oder 6, 7 Monaten. Ja. Letztes Jahr noch deutscher Meister geworden, bayerischer Meister geworden. Stimmt. Und dieses Jahr? Dieses Jahr versuche ich mal ein Pro-Golf-Tour-Champion zu werden. Wir haben noch 4 Turniere. Bis jetzt hat noch kein Mal gewonnen, aber wir bleiben positiv und es ist alles eine Frage der Zeit. Wenn du weiter so zockst wie das erste Loch jetzt hier, dann dauert es nicht mehr lang. Finde ich optimistisch. Ja, war nicht geil, aber. Aber ganz ehrlich, der passt. Also der ist jetzt nicht super lang geworden, denke ich. Ja. Aber dort hast du noch einen Schlag. Ja. Leon Breimer greift da natürlich jetzt an. Ja, wir sind auch am Habsberg, ja, für die ganzen Zuschauer, die es noch nicht wissen. Wir sind auch die Bombs-Golfer. Ist das das Logo da? Was nee, also das ist 66, ist auch ein Insider. Das ist unser Team-Logo. Ja, welche Liga seid ihr? Deutsche Wir sind jetzt in der zweiten Bundesliga. Ich versuche erstmal aufs Grün zu kommen. Ja, versuch das mal. Was hast du denn? 2,50? Ja, 2,56 zur Fahne. Die steckt eher hinten rechts drin. Ich ziele jetzt einfach links aufs Grün und hoffe, dass der irgendwie ankommt. Ja. Ja, der kommt an. Ja, der war ist ganz ziemlich gut. Geil. Ja, ist ein bisschen kurz, aber das passt. Ja. Nehmen wir. Schöner Schlag. Go. Das muss schon passen, oder? Ja, das sieht ziemlich sexy aus. Ja, der war ziemlich gut. Das sieht sehr sexy aus. Ziemlich sexy. Yes! Ich liege kurz vorm Grün da und jetzt kann ich euch erstmal zeigen, wie man den geil hinklippt. Das ist deine Spezialität. Ja, ja, die Jungs von der Pro-Golf-Tour und aus meiner Mannschaft und so, die wissen das. Wenn es ums kurze Spiel geht, keiner kann mir das Wasser reichen. Okay. Geil, jetzt hast du natürlich. Ich habe jetzt alles dabei an Schlägern. Hochgesetzt, ne? Also schaust du dir das jetzt an? Also so machst du das dann auch in deiner Routine jetzt bei dem Turnier? Ja, genau. Ich schaue es mir so ein bisschen an, wo ich den Ball aufkommen lassen will. Das war jetzt eher ironisch gemeint. Also Kurzspiel ist eigentlich überhaupt nicht meine Stärke. Deswegen gucken wir mal, ob ich den irgendwie so 1-2 Meter an die Fahne rankriege. Da wäre ich schon ganz happy. Ja, da fängt schon an. Da fängt schon an, Jungs. Oh, der Druck. Ja, merkst du das mit der Kamera jetzt, ne? Ja, voll. Also jetzt sehe ich die ganze Zeit. Mhm. Geh rein. Oh. Ah. Oh, der hoppelt leider hier 2-3 Mal. Oh, der ist natürlich geschenkt. Dankeschön. Ah, gutes Paar noch. Danke. Nach dem Abschlag gerettet. Schau, gehen wir beide die Paar raus. Das hat aber von Anfang an auch so ausgesehen, als ob wir das Loch teilen, würde ich sagen. Die Frage muss ich beim Paar 3 ja immer stellen. Hole in One schon mal gespielt? Ja, aber nicht im Turnier. Komm ein bisschen runter. Ja, dann geht der Chip von dort. Leon, du wurdest ja mal Lochspiel, was? Weltmeister? Weltmeister wäre geil, ja. Deutscher Meister? Ja, deutscher Lochspielmeister war das 22, also jetzt vor 2 Jahren. Kannst du auch so ein bisschen Winning Ugly-mäßig Sprüche klopfen? Dann hier und da mal so ein bisschen Druck aufbauen durch so einen Kommentar. Könnte ich schon, aber da war ich nie so der Fan davon, weil entweder du spielst halt besser oder nicht. Ich mach's lieber so, indem ich halt einfach gechillt bin und eigentlich gar nicht reagiere auf selbst gute Golfschläge oder so. Ich glaube, das kann Gegner viel mehr rausbringen, als da dumme Sprüche zu klopfen. Aber wir können das auch mit einbauen. Also natürlich, wenn ihr ein bisschen Trash-Talk haben wollt, dann... Absolut. Sebastian, mir den Trash-Talk. Wenn du das abkannst, dann... Ja, das kann ich sowas von ab. Dann let's go. Ich habe ja nicht schon genug Druck hier. Komm, geh rein. Go in. Ui. Oh Gott, das ist so schlecht. Ui, ui, ui. Yes, bravo. Aber also kriegst du schon mal die Parfaust auf jeden Fall, weil der war nicht leicht. Der war ja. Vor allem ist der hier auch nochmal gehoppelt. Yes. Da gibt es auch eine Parfaust. Oder für das Up and Down, das war nicht leicht von da. Und der ist rechts im. Ah, bleib links. Ja, der kommt schon noch wieder ein Stückchen rein. Ja, der bounced. Du kriegst einen Members Bounce. Schau, jetzt rollt er dir schön nach Glück links gehabt. Rein. Passen, oder? Ein bisschen rechts. Bisschen rechts, aber ich krieg hoffentlich auch deinen Members Bounce. Ja. Also Leon Breimer, aka German Buddha, hat eine sehr interessante Geschichte, die wir natürlich heute auch so ein bisschen erzählen wollen. Leon, du wurdest adoptiert, ne? Richtig, ja.
Du kommst ursprünglich aus Vietnam und deine Eltern, die aus in der Nähe von Fürth kommen, haben dich mit wie vielen Jahren adoptiert? Also ich war 8 Monate alt, genau, und seitdem bin ich in Deutschland. Spreche auch nur Deutsch und halt gebrochen Englisch, wie es die meisten Deutschen, glaube ich, machen. So Schulenglisch. Schon immer irgendwie gewusst, dass ich adoptiert bin. Ich weiß also gar nicht, deine Eltern sind da ganz transparent mit umgegangen? Voll. Und das fand ich auch gut so, weil so wusste ich immer, okay, wo ich halt quasi herkomme. Aber meine Eltern waren schon immer für mich meine Eltern. Die haben mir das alles ermöglicht. Deine richtigen Eltern aus Vietnam, die hast du nie kennengelernt? Nee, die habe ich nie kennengelernt. Lag einfach daran, dass ich immer diese Bindung zu meinen deutschen Eltern sozusagen hatte. Mich hat es nie gereizt tatsächlich. Ich glaube, es gibt diese... Hättest du können? Also du kanntest die Namen? Und ja, meine Eltern haben die finanziell ein bisschen supportet. Also ich hätte die Chance gehabt. Aber dadurch, dass ich die Sprache nicht spreche, ich meine Eltern als meine Eltern eben angesehen habe, mir hat nichts gefehlt. Also ich hatte nicht das Bedürfnis. Und da gibt es ja immer dieses, ich glaube, Vermisst oder so. Da gab es immer so eine Fernsehserie. Und ich habe das Gefühl, die Leute, die dann immer nach Geschwistern, Familien suchen gehen, hat immer was gefehlt. Und mir ging es eben nie so, deswegen... Weil jetzt ist es zu spät, ne? Also deine leiblichen Eltern sind verstorben mit. Genau, die sind vor, ich glaube, 3-4 Jahren verstorben. Mhm. Hat mich auch weniger berührt wahrscheinlich, als es den einen oder anderen berühren würde. Aber so blöd, wie es klingt, die waren halt für mich Fremde. Genau, aber die gibt es leider nicht mehr. Komm links. Links, 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 links. Geh drüber. Ja, müsste sogar noch auf dem Grün liegen, ja? Oder vor Grün. Ja, bist du zufrieden mit dem? Ja, ist ein bisschen so hoch einfach rausgekommen, ohne Power. Aber der passt die Länge schon. So ein bisschen, ja? Ja, der war ein bisschen zu kurz. Ja. Go, 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 go. Ah, schade, ich glaube, die Linie war gut. Aber so ist er mir ein bisschen verhungert. Jetzt schaue ich mal, dass ich dir ein bisschen Schmerzen zu... Also ja, mach nicht, mal. Nicht physisch, aber... Wo ist denn der Trash-Talk? Ja, der kommt jetzt gleich. Kommt jetzt. Pass auf. Ich glaube es nicht. Schade. Okay, der Trash-Talk kommt später. Also geschenkt natürlich. Danke. Unterm Loch vorbei, das heißt... Amateur. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, dann habe ich... Ich habe es gerne für dich gesagt, ja. Gott. Nie gefährdet. Nie gefährdet. Mensch, wenn man die ist wieder Bälle, Doppelpaarfaust. Wenn man die Bälle so mittig ins Loch reinhaut, ist nichts gefährdet. Dann passiert nichts. Ne? Leon bleibt einen auf. Yes, weil an dem Loch hattest du auch nichts vor. Aber jetzt kommen zwei Löcher, wo er jeweils einen vor hat. Also, das ist natürlich spannend. Aber wäre es Zeit, entweder für mich mal Birdies zu machen oder vielleicht kommt, hat Sebastian Lust, mir entgegenzukommen. Ja, nee. Willst du jetzt schon verhandeln? Sag uns mal, was dein Platzrekord hier ist. Im Turnier 8 unter. 8 unter. Der Platzrekord? Platzrekord ist eine 59 von Martin Keimer. Martin Keimer, als er noch kein Profi war dann, oder? Doch, das war ganz am Anfang auf der damals EPD-Tour, das jetzt die Pro-Golf-Tour ist. Kann man machen. Und er hat, das darf man nicht vergessen, er hat paar Bogey angefangen. Ach. Und das ist schon krass. Also meinst du, ich kann auch noch so ein bisschen hoffen mit meinem Triple Bogey an der 1. Also wenn du jetzt halt viele Eagles und Birdies machst, dann ist dann es noch du möglich. Mal mit meinem Platzrekord hier. Ja, die sind alle so solid. Oh, ich glaube, der Longest Drive geht an dich jetzt. Glaubst du? Also ich glaube, der war länger als meiner, ja. Ja, der war auf jeden Fall sehr geil. Ja, aber den spielst du, glaube ich, sehr gut. Ein bisschen rechts. Ja, genau. Und da hat man jetzt einen relativ geraden Putt bergauf, ist eigentlich ganz gut. Ja, ich spiele natürlich ein bisschen links an, aber... Aber der passt. Ah. Aber kein schlechter. Ja, gutes Paar. Nice Paar, ja. Oh nein! So knapp am Birdie vorbei. Jetzt habe ich ja theoretisch einen vor Leon, ne? Das heißt, wir gleichen aus. Jetzt Paarfaust gibt's erstmal. Sind wir square? Square nach 5. Nach 5, ja. Ich probiere das jetzt hier mal mit dem Holz und ziele auf die 100 Meter Markierung. Da muss ich auch hier schon über die Büsche drüber gehen. Also Zielpunkt ist 100 Meter Markierung, aber ich versuche den zu drawen. Das ist zu viel. Ist da dann Gemüse? Ja, das ist High Rough, also das ist schon eher nicht so schön dort. Ja. Flutti.
Ja, und der ist gefährlich. Mal schauen, ja. Ja, er war nee, kurz genug. Passt. Leon, dieses Jahr auf der Pro Golf Tour, was ist dein erfolgreichstes Ergebnis bisher? Ich glaube, geteilter 14. in Ägypten, also schon ein bisschen länger her. Das war das erste Turnier, oder? Nee, das war so den zweiten Ägypten-Swing im März. Ich glaube, dann war ich nochmal irgendwie 20. in St. Pölten. Hab relativ viele Cuts gemacht. Nicht jeden, ich habe auch bei 4, 5 Cuts verpasst. Was halt echt eigentlich krass ist zu sehen, du musst natürlich gut spielen, aber du musst nicht dein bestes Golf spielen, um zumindest die Cuts zu machen oder vorne mitzuspielen. Und bei mir ist es so, ich weiß, was ich kann und fokussiere mich halt viel zu sehr darauf. Genau, man muss einfach mehr im Moment bleiben und sollte nicht zu viel dran denken, was man eigentlich kann, sondern sich ein bisschen mehr auf die Ausführung konzentrieren. Ich habe meinen ersten Ball nicht gefunden. Oh, shit. Der ist zu weit. Zu weit links und auch zu lang. Ja, zu lang nicht, aber... Da liegt der links unten in der Mulde. Ja, der macht das Gleiche wie bei mir, dass er da so ein bisschen... Mhm. Aber der bounced ja, wieder gut. Aber den nehme ich, okay. Ja. Go, 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 go! Nein! Go, 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 go. Ich hau nicht auf den Ball drauf, das ist echt krass. Das ist geschenkt. Geschenkt zum Paar, Loch für dich natürlich. Dankeschön. Ja, gute Roll. Die sitzen. Ist gut. Also, du kriegst die Paarfaust, komm. Danke. Oh, der muss aber noch. Der muss sich entwickeln fürs Hole in One. Komm runter? Ja. Naja, der war wieder sehr sicher. Oh ja, wenn der runterkommt. Sit. Ja, kein schlechter. Der ist gute Richtung, ein bisschen lang. Der muss rumkommen. Oh, schade. Oh Mann, der muss treffen. Ei, 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 ui, ei, der hat Speed. Ei, ei. Da wollte er unbedingt lochen, der Leon. Leon ist noch nicht in Putt-Mut. Ja, super. Den hast du super gespielt. Gutes Paar. Danke. Paar und Paar. Wie ist es jetzt hier heute mit der Kamera? Wie empfindest du das? Ist das für dich was eine Drucksituation? Oder? Nee. Also Kameras habe ich gar kein Problem mit. Ich muss auch ehrlich sagen, die Turniere, die ich meistens gut gespielt habe, wenn dann mal eine Kamera da war. Hast du besser gespielt? Ich finde es super geil, um ehrlich zu sein. Ja, schon, es gibt nichts Besseres. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, jeder... der irgendwo den Sport zu seinem Beruf machen will, der findet es geil, vor Publikum dann unter Druck die Schläge zu bringen. Wenn du das nicht magst oder dich das zu sehr stresst, dann glaube ich, solltest du überlegen, ob das der richtige Beruf für dich ist. Und ich finde es mega nice und cool. Und außerdem freut es mich, wenn man so ein paar coole Schläge auch ein bisschen auf Film hat, weil normalerweise, wenn man selbst spielt, konzentrierst du dich halt auf Spielen. Der war sicher rechts und hoffentlich über die Bunker drüber. Ja, der ist geil, oder? Wenn er gut getroffen war, müsste er drüber sein, oder? Der ist genau über dem Baum drüber. Also wir haben jetzt hier 210 Meter. Das sind 180 Meter übers Wasser. Leichter Gegenwind. Ich habe jetzt mein Rescue in der Hand und das versuchen wir so nah wie möglich hinzuschlagen. Und Fun Fact, bei der 59 von Martin Keimer, das war sein vorletztes Loch damals, hat er hier nur ein paar gemacht. Trotzdem irgendwie die 59 gespielt und die 9 spielen wir danach. Das wiederum hat er dann Birdie gespielt. Und das finde ich sehr beeindruckend, weil die 9 ist eigentlich kein richtiges Birdie-Loch. Oh, hab ja, die Länge bitte. Ziemlich geil aus. Also, geh irgendwie hat... an die Fahne. Boah, super ja. Schuss. Bravo. Das könnte das ist der Eagle-Putt. Das könnte Birdie reichen. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall mein Eagle-Putt auch. Schön. Ja, aber der ist ein bisschen oh, rechts. Bleib links. Der müsste schon auf dem Grün sein, aber... Ja. Oh, oder im Bunker sogar. Roll noch ein bisschen. Der ist okay. Ja, die Chance ist auf jeden Fall da. Aber er ist wirklich knallhart, der Bunker. Also. Oh nee! Das gibt's ja nicht. Oh, ich weiß nicht mehr, ob der reingegangen wäre mit der richtigen Linie. Aber es ist geschenkte Birdie. Oh, okay, wir haben jetzt schon mal einen Birdie. Nein! Oh. Naja, Birdie und Paar. Ja, ist okay. Ist okay.
der passt. Der könnte geil sein, oder? Ja, ist gut, ja. Ja, ich hoffe, dass er ein bisschen nach links gebounced ist noch. Ist nach links gebounced. Yes. Pro Golf Tour, ihr wisst es, ich habe ja schon mit ein paar Spielern gespielt. Ein hartes Pflaster, Preisgelder nicht sehr hoch. Da muss man sich irgendwie finanzieren. Ja. Und da hast du Sponsoren, die dir genau helfen. Also ich habe zwei Sponsoren. Einmal Folie hier auf der Brust. Und ich glaube hier rechts am Kragen ja. Maestro. Und hinten ist es auch nochmal. Und ja, ich bin da sehr dankbar. Also danke Leute, dass ihr mich auf meinem Weg supportet. Das ist nicht so leicht. Finanziell am Anfang macht man leider nicht das große Geld auf der Pro Golf Tour. Wir wollen ja alle irgendwie auf die DP World Tour. Und bis dahin ist es schön, auf jeden Fall Partner an der Seite zu haben, die an einen glauben und einen supporten. Ja, das schaut ganz ordentlich aus. Bravo. Ja, der ist zu kurz. Links? Der ist zu kurz, ne? Oh nein! Nee, der passt. Der könnte sich sogar entwickelt haben von dort rechts. Länge hatte der. Leon, ich sag's, wie es ist. Das waren wieder zwei richtig gute Annäherungsschläge. Deiner besser. Der liegt noch näher dran. Aber ich finde das kein leichtes Loch. Also ist da können wir uns schon auf die Schultern klopfen, oder? Ja, ist kein leichtes Loch, definitiv auch mit dem Wasser links. Aber Martin Keimer, by the way, hat Birdie. Hier Birdie gemacht für die 59. Also das kannst du jetzt aber auch machen. Dann kannst du sagen, ich bin wie Martin Keimer. Oh, der ist rechts. Gut. Sau stark. So. Bravo. Haben wir noch geteilt. Nochmal Glück gehabt. Hatte ich einen vor? Ja, du hast einen vorgehabt. Also. Siehst du, mit Birdie ey, teilen wir nur. Das ist genau die Richtung auf jeden Fall. Ja, oh Gott, da hätte ich schon vor 10 Jahren schlagen können, so kurz wieder war. Oh, Carry. Dreh rein. Zieh, 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 zieh. Hast du den aufkommen sehen? Oh, ich habe nichts springen sehen. Oh, er dreht nicht rein. Ja, zit, bitte zit, nicht ins Wasser. Zit, 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 zit. Ja, okay, passt. Puh. Oh, eine gepulte 7. Ja. Oh. Nein. Zit. Der ist zu weit, oder? War der dünn? War ein bisschen dünn. Oh ja, den spielst du Zucker. Zucker, geh rein! Yes! Und der ist on tape. Saugeil. Saugeiler Schlag. Bravo. Boah. Und der ist halt auch noch nicht drin. Boah. Puh. Ah, das war ein sensationeller Chip-in, lieber Leon. Dankeschön. Hast du geil gespielt. Bravo. Ja. Chippen. Ich will es mir nicht einreden, aber das ist mit Abstand das Schlechteste bei mir in meinem Spiel. Deswegen freut es mich immer, wenn ich irgendwie es schaffe, den nah hinzuchippen. Da können wir jetzt ein schönes Reel draus basteln, Leon. Das haben wir schon gelernt. Leon ist auch sehr aktiv auf Instagram. Alle Infos zu Leon übrigens sind unten in der Videobeschreibung. Also auch sein Instagram-Profil, da könnt ihr gerne draufklicken und folgen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ah, wieder Fun Fact, Martin Keimer bei seiner 59 war das sein zweites Loch und er hat hier Bogey gemacht. Ah. 8 Eisen nimmst du, gell? Ja, Mitte grün. Ja, der ist bei dir ungefähr. Ähnlich, ja. Sichere das ist Seite. Wieder mein kleiner Cut. Oh, zieh. Der kommt nicht mehr zum Birdie. Ich bin halt auch, weißt du, ich darf halt eigentlich gar nichts sagen. Ich meine, der ist ein bisschen näher dran als deiner, aber... War jetzt auch ein bisschen zu kurz, ne? Lass ich den zweimal zu kurz, ey. Ich fass es nicht. Schönes Paar. Dankeschön. Vom Rosa Tee ein mega Shot. Den habe ich dahin geleadet, wo ich wollte. Der passt. Ja, der müsste auch noch gut sein. Also was heißt gut sein? Der ist geil. Ja, der schau, passt der, halt. Der bounce da hinten noch. Ja, der passt. Müsste der auch noch gut sein. Weißt du, da hat er schon wieder Angst. Da höre ich die Angst in seiner Stimme, dass ich ihn schon wieder ausgedrived habe, den Leon Breimer.
Jetzt habe ich schon gespielt mit Robin Zmitschiklas. Klar, Philipp Matschonga, Nico Horder, dann haben wir Nils Dobruns, jetzt mit dir. Und es sind ja noch, weiß ich nicht, 5, 6 weitere Deutsche aktuell auf der Pro Golf Tour. Also ich finde es schon richtig stark, was da gerade passiert. Also wie gut wir Deutschen da sind aktuell, oder? Ja, ja, es ist jetzt nicht nur die Pro Golf Tour, wenn man sich auch die Challenge und die DP World Tour anschaut. Aktuell viele, die es auch versuchen und das Potenzial haben, meiner Meinung nach. Ja, jetzt die Zeit zeigt es, ne, wer es kann. Ja. Aber zu sehen, dass viele, mit denen ich früher gespielt habe, vor ein paar Jahren, derzeit auf der DP World oder Challenge Tour spielen, für mich als jetzt Pro-Golf-Tour-Spieler ist es halt eine Riesenmotivation zu sehen, dass es möglich ist. Und es kann so schnell gehen, deswegen schauen wir mal. Ist auch wieder so ein geiler Gepanschter in den Wind. Aber der ist zu kurz. Wow! Ja, komm, da. Boah, aber auch gerade so, ne? Ja. Boah, ist nach rechts gebounced. Ja, oder? Richtig geiler Schlag. Wow. Okay. Ach. Ja, aber da ist er natürlich solid. As a rock. Ich habe das noch verloren, aber es ist trotzdem ein paar Fouls. Habe ich einen vor, oder was? Ja. Geil. Leon und ich hatten gerade eine richtig coole Idee. Was haltet ihr, liebe Community, von so einem kleinen Pro-Golf meets Amateur Ryder Cup-Zock? Da würden wir dann alle einladen von der Pro Golf Tour, also alle deutschsprachigen Spieler, alle mit denen ich schon gespielt habe, aber alle, die auch noch Bock haben. Ja. Und dann machen wir das in Valais, oder Leon? Also ich finde es eine mega geile Idee, ich wäre direkt dabei. Was brauchen wir? Wir brauchen eine Zeit, also wir brauchen einen Termin. Dann brauchen wir natürlich einen Sponsor, vielleicht findet sich ja der eine oder andere. Brauchen wir noch ein paar Amateure, so Verrückte wie mich. Und dann brauchen wir natürlich noch die anderen von der PGT. Sagt ihr eigentlich PGT oder sagt ihr Pro Golf Tour? Sagen, das ist die... Die Lümmelliga. Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, aber das ist die... Die Lümmelliga. PGT hat sich auch professioneller an, oder? PGT. Und was machst du so? Ich bin PGT-Player. Ich bin auf der PGT. Ja, das klingt cool als Pro-Golf-Tour. Schon, ne? Boah, der war richtig. Boah, der ist ein bisschen links. Ja, das war schlecht getroffen, deswegen müsste okay sein. Ah. Soft. Der ist bei dir. Ich glaube, dass deiner, wenn er gut getroffen war, im Bunker sein könnte. Ja, das stimmt. Also ich versuche jetzt was Wildes und das könnte in die Hose gehen. Ein paar Fünfs werden ja Birdies immer erzwungen. Deswegen ziele ich auf den rechten Grünbunker und versuche den so leicht reinzuhucken, damit er ein bisschen Meter macht. Boah, ist der geil. Super Schlag. Sei lang genug. Boah, bravo. Ja, der könnte ganz geil sein. Ja, der ist sehr geil. Yes! Och Mann, weil der wieder einmal hoppelt. Oh. Aber ist ein geschenktes Birdie zur minus 4. Nehmen wir. Stark, schönes Birdie. Und ich putte jetzt hier zum Birdie. Das gibt es nicht. Ist das bitter. Nein. Oh. Easy Par. Easy Par. Nein, du bist so ein Affe. Ist der zu weit rechts? Oh, der ist weg, ja. Ehrlich? Das könnte... Oh ja, der ist geil. Der könnte gut sein, oder? Ja, der ist geil. Er wird nicht aufs Grün gehen, aber der ist auf jeden Fall super gewesen. Ja, super. Bravo, schaut euch das an. Ist das genial. Der liegt fast auf dem Grün, Leon. Okay, den nehmen wir sehr gerne mit. Boah, ist der weit. Boah, super. Oh. Geschenkt. Geschenkt zum Paar. Dankeschön. Go, 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 go. Oh, die Linie ist gut. Und dann bricht er mir da ab. Naja, gute 4. Paar und Paar. Ui. Draw. Sit. Der ist ein bisschen sehr weit rechts, ne? Ja, der ist so Richtung Bunker. Nee, ich mach's wie du. Aber ich glaube, dass deiner safe davor ist. Ja, der war nicht gut getroffen. Bisschen gefadet. Und der könnte ziemlich sexy sein, wenn er die richtige Länge hat. Wow, geh ins Loch. Oh, brillant. Ich glaube, der ist einen Meter gefühlt dran. Yes! Come on, Leon!
Du tust mir voll gut mit deiner Buddha-Art. Nein, du hast schon, was ich wirklich mal sagen muss, das, ich meine, das sagst du ja selber von dir, aber dass du so ruhig bist. Und ich weiß nicht, ob man das, klar, ihr kriegt das zu Hause vielleicht auch mit, aber du strahlst diese Ruhe auch wirklich aus und redest so ruhig und wie du alles am Golfplatz machst. Kannst du auch sauer werden? Ich frage diese Frage irgendwie immer, weil ich es spannend finde. Aber also an alle jüngeren Golfer, die gerade zuschauen, ne? Wir haben in Valleid den letzten Spieltag gehabt und in der Einspielrunde waren wir in der B1, das ist Par 5. Ja. Ein Kumpel fragt mich, ja Leon, wollen wir um was zocken? Und ich so, ja klar, halt ganz normal, wir zocken immer um was. Ja, bin auf jeden Fall an der 1, hau den links ins High Rough. Dann sagt mein Kumpel, ja, ich glaube, der ist im High Rough. Ich denke mir so, ja, der ist im High Rough. Geh zu meinem Bag, hol aus meinem Bag, das gibt's jetzt nicht mehr, so eine rote Box raus. Beziehungsweise ich will einen Ball rausholen, sehe die rote Box, nehme die Box und habe die dann so auf den Boden gefeuert. Dann ist die kaputt gegangen und das war im Nachhinein total dämlich, weil eigentlich will ich mich nicht aufregen. Kann nichts kaputt machen. Ne? Ja, das total beärgert. Ich habe auch gar nicht gedacht, dass ich die so fest auf den Boden geschmissen habe, aber die war dann kaputt. Und boah, jetzt kommt der Wind, genau jetzt. Nicht gemein. Aber, boah, der war auch geil. Super. Bravo. Der hat sich entwickelt. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, super gut. Schönes Birdie. Dankeschön. Stark, schönes Birdie. First Birdie. Uhu. Hatte ich jetzt einen vor hier? 15, ja. Das heißt, du bist nur noch 2 down dann. 2 down. Und wir haben noch 3 Löcher zu spielen. 16, 17, 18. Das wird spannend. Ja. Müsste eigentlich ziemlich gut sein. Das war halt so ein richtiger Schotenschlag. Ja. Aber der passt. Ja. Der ist da, wo meiner ist. Geil. Distanzschläger? 120 Gap Wedge. Ein bisschen rechts, kurz. Ein bisschen kurz, ja. Geh nach rechts. Der müsste geil sein. Entwickel dich. Der müsste sich gut entwickeln. Go. Oh, nicht schlecht. Der war ganz geil. Ah, ja. Vorteil wieder Sebastian. Beautiful. Da ist er da. Gut, der Bienisch. Normalerweise bin ich so unter Druck, bin ich nicht so geil. Jetzt machst du es nochmal spannender. Das glaube ich ja gar nicht. Oh, schade. Das war genau das. Ich justiere den Ball noch ein bisschen nach rechts, weil ich dachte, der kippt hier so rein. Und ich glaube, das war genau das bisschen. Schabe. Schabe? Schabe. Ich wollte eigentlich Scheibenkleister sagen, aber schade. Schabe. Zweimal Paar. Naja. Sind wir jetzt schon was? Zwei auf? Zwei. Zwei und zwei. Das heißt, also, jetzt sind wir gespannt. Also, was habe ich an Hölzern? Das ist TSR-Linie, noch nicht die GT, also so weit bin ich noch nicht. Also Wedges, da muss ich auch nochmal an den Robin ein kleines Shoutout geben, ja, falls jemand so gestampfte Wedges haben will. Schön. Robins Michi-Klasse, der macht das jetzt noch nebenbei. Genau. Ne? Pimp My Wedge. Pimp My Wedge. Also German schon ganz Buddha geil, ist mein Spitzname. Aber ich meine, wie oft tauschst du Wedges? Ich muss öfter tauschen. Ich habe die jetzt das ganze Jahr gespielt und habe jetzt mir neu bestellt. Was machst du da mit denen? Trainieren, ein bisschen weiter nutzen, bis die halt komplett durch sind. Ah ja, genau, ich habe 50 Gap Wedge. Lustig, wie ich. Also das 54 Sand Wedge und 58 Lob Wedge. Aber ich habe mir jetzt halt wieder ein 60er, 56 und 52 bestellt. Putter, ganz klassisch. Scotty. Dieser Scotty, ich weiß nicht mal, wie der heißt. Der erinnert mich immer so ein bisschen an Fuchs. Von so. Stimmt, tatsächlich, mit den Ohren. Vielleicht heißt der ja Fox. Scotty Cameron Fox. Genau. Und dann, weil ich so kurz bin, haben wir schon beim Driven festgestellt, spiele ich die 150er Eisen. Die haben 2 Grad weniger Loft und sind ein Ticken dicker als die T100. Das heißt, die haben so ein bisschen so ein Cavity-Back, so ein leichtes hier, ne? Ja, genau. Das ist so ein bisschen wie die Apex Pro eigentlich, ne? Ich denke schon. Die fliegen so ein bisschen länger. Kriegst du ein bisschen Unterstützung, ich glaube, ich will wieder etwas schmalere Eisen haben. Also eher wieder zu den Blades. Ja, ich hatte ja davor auch die Apex Pro. Ja. Von 2019 und die waren ein bisschen dünner, aber auch keine richtigen Blades, weil ich glaube für richtige Blades bin ich auch nicht gut genug. Gut, dann haben wir natürlich die Sticks im Bag, den Regenschirm. Und was ist dir immer wichtig? Also was hast du immer dabei? Mein Bag, also halt logischerweise Bälle. Und jetzt passt auf, jetzt. Handschuhe 1, 2, 3, 4. Die schauen ja auch alle relativ noch neu aus. Oder? Ich bin noch einer, was mit Handschuhen angeht. Ich dir meinen gar nicht zeigen. Ja. Schau mal, wie meiner ausschaut. Den habe ich schon ein bisschen länger gespielt. Ja. Also Handschuhe sind mir tatsächlich wichtig. Ich habe das Gefühl, wenn die frisch und neu sind, habe ich einfach ein bisschen mehr Halt. Aber das heißt, wie oft spielst du dann einen? Weil es sieht ja so aus, als ob die aufgibt. Also das sind alles Turnierhandschuhe, die ich mache pro Turnier immer einen Handschuh neu auf. Okay, pass auf.
Verlosen wir einen? Gerne, ja. Also, hast du einen Edding dabei? Ich habe, glaube ich, einen Edding dabei. Also, machen wir noch, ja. Wir machen das später an der 18. Da gibt es einen Handschuh, einen alten von German Buddha, Leon Breimer. German Buddha. Unterschrieben mit German Buddha. Hört das Video gut an, beziehungsweise verratet uns in den Kommentaren, wann German Buddha deutscher Meister wurde. Ui. Also, der hat ja gar nichts mit der Richtung zu tun. Aber der liegt auch nicht im Bunker, das ist gut. Der war nicht viel besser. Ja, war zumindest auf dem Grün. Puh. Weit weg von der Fahne. Aber gut, es bleibt spannend. Oh ja, der ist gar nicht verkehrt. Geh noch ein Stück, geh noch ein Stück. Leon, das ist doch eigentlich eine typische Dreipad-Distanz für dich, oder? Ja, eigentlich schon. Aber heute nicht, glaube ich. Du bist ja Loch-Wettspiel-Weltmeister oder Deutscher, irgend sowas. Deutscher Lochspielmeister reicht auch. Deutscher Lochspielmeister. Sit, sit, sit! Go. Sehr gut, aber dann habe ich es wenigstens verdient verloren. Also ich würde dir den schenken. Sehr gut. Paarfaust und... Und weiter herzlichen geht's. Glückwunsch. Achso, danke schön, müssen wir kurz. Muss man schon gratulieren. Ja. Und der ist wieder rechts. Oh ja. Zu weit rechts, Fragezeichen. Ja, der müsste sehr gut sein, oder was? Der ist genial, oder? Jetzt stehe ich im Video. Ja, aber der ist ziemlich gut. Ja, ich habe ihn bauen gesehen. Ist gut, der passt. Was sind deine Ziele? Also wo siehst du dich so in 5 Jahren? Blöde HR-Frage, aber... Was meinst du? Also in 5 Jahren, wenn alles so läuft, wie ich es mir vorstelle, ja, auf der DP World Tour, alles andere würde keinen Sinn für mich machen. Ja. Weiterhin Spaß am Golfen zu haben. Nicht nur mich jetzt individuell, hoffe ich, dass wir mit dem Habsberg vielleicht einen deutschen Mannschaftsmeisterschaftstitel uns holen. Ja. Dazu müssen wir nächstes Jahr halt aufsteigen, aber schauen wir mal, wie es läuft. Und sonst vielleicht ein paar Kilo weniger, würde auch nicht schaden. Aber nur, wenn ich den Ball weiterhin gut treffe. Aber ich bin sehr optimistisch. Ja. Optimistisch bin ich übrigens auch, was deinen ersten Ball betrifft. Der liegt nämlich da. Ja. Oh, der war leider fett. Oh Gott, geh rechts am Bunker vorbei. Ja, der könnte schon neben der Fahne liegen, oder? Ja, nee, der ist rechts oben auf der Welle, glaube ich. Aber der passt. Ich bin froh, dass er... Du hast einen guten Kontakt gehabt. Sit. Der ist zu weit. Jetzt bist du hinten im Bunker drin. Ja. Go. Geh ins Loch. Geh ins Loch. Go, go, go. Geh ins Loch. Geh ins Loch. Oh nein. Oh. Schade. Auf was kommst du dann? Unter? 6 unter. Bravo. Richtig stark. Das hätte ich auch gern gespielt. Beim nächsten Mal dann. Beim nächsten Mal. Jetzt kenne ich den Platz ja. Komm, geh rein. Ach Gott. Noch mal, danke, ne? Leon, hat mir viel Bock gemacht mit dir, wirklich. Also Freunde, ihr wisst es ja mittlerweile, ich putze gerne Schläger oder ich putze alles gerne. Sieht doch sehr professionell schon, ne? Aus. Das kann ich schon mittlerweile. Ja. Und wie viele Profischläger schon durch meine Hand durch sind. Also solltest du mal ein Event gewinnen auf der Pro Golf Tour, dann wahrscheinlich nur deshalb. Schau mal, 6er Eisen. Dann nur deswegen. Weil, die habe ich zuerst geputzt. Wisst ihr warum? 6 unter Par. Brutal stark. Schau mal, es gibt hier ein Tattoo. 66. Euer Insider. Genau. 66. Also, man darf auch nicht besser spielen als 66 Schläge, haben wir auch gelernt bei uns. Gut. Leon, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Danke dir. Wir drücken dir alle Daumen, dass du das alles schaffst, was du dir vorgenommen hast. Danke. Verdient hast es. Guter Typ. Bleib so ruhig, entspannt. Wenn ihr mal herkommen wollt, alle Infos, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Euch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier auf der Seite könnt ihr den Kanal abonnieren. Ganz, ganz wichtig. Und da, wo Leon steht, da gibt es nochmal die letzte Runde mit einem PGT-Spieler nachzuschauen. Go. Philipp Matschonga, schaut da mal rein. Und ja, danke fürs Zuschauen. Gut Golf. Gut Golf. Gut Golf. Ja.